Also, willkommen zurück zum neuen Video über Möglichkeiten, die besten Möglichkeiten, um Frauen kennenzulernen. Eine Tierliste, wer kennt's nicht, aus dem Gaming-Bereich ursprünglich. Eine Liste davon, was die besten Möglichkeiten sind, wo du Frauen kennenlernen kannst, für welche auch immer Zielsetzung du mit Frauen hast, ob du Frauen eher für kurzzeitige Dates, für kurzzeitigen Spaß kennenlernen willst oder ob du deine Partnerin kennenlernen willst, eine Partnerin, vielleicht deine erste Partnerin, vielleicht deine Ehefrau finden willst, mit der du eine Familie gründen willst. Ich werde dir die verschiedenen Möglichkeiten einmal aufzählen, werde dir aus meiner Erfahrung berichten, meine eigenen Erfahrungen, aber auch der Erfahrung mit über 100 Coaching-Teilnehmern, über fast 10 Jahre Arbeit, die ich in diesem Bereich schon unterwegs bin, was die besten Möglichkeiten sind, was die Vor- und Nachteile sind und wo du hingehen solltest, wenn du was erreichen willst und was du vielleicht lieber meiden solltest. Beginnen wir einmal. Ich habe 4 Sachen für dich, die ich hier einmal für dich ranken möchte. Und wir beginnen mit der meiner Meinung nach schlechtesten Möglichkeit. Da kann man sich auf jeden Fall drüber streiten. Das ist eine sehr persönliche Sache, muss ich sagen. Man kann argumentieren, dass die Nummer 3, die ich danach zeigen werde, für viele Leute wahrscheinlich schlechter ist und der Club für viele Leute besser ist als meine persönliche Nummer 3. Das hier ist sehr persönlich, aber ich werde gleich genau darauf eingehen, wo der Punkt ist. Für mich ist das Schlechteste der Club beziehungsweise nachts. Was sind aber erstmal die Vorteile? Wenn wir uns immer angucken, was sind Vorteile, was sind Nachteile? Vorteile im Club, natürlich gibt es die, ist das Ansprechen im Club erstmal sozial anerkannt ist. Also wenn du jetzt im Alltag unterwegs bist, und da werden wir auch noch zukommen, dann ist es natürlich was sehr Außergewöhnliches, eine Frau anzusprechen, einfach so im Alltag auf der Straße oder vielleicht sogar im Café. Das fällt auf, das ist außergewöhnlich, das haben noch nicht viele Leute gemacht. Und auch manche Personen finden das ein bisschen komisch, wenn man Frauen im Alltag anspricht. Warum auch immer, ich kann dir nur aus viel, viel Erfahrung sagen, dass Frauen, wenn du sie auf eine ordentliche Art und Weise ansprichst, unordentlich bedeutet, du bist freundlich zu ihnen, du kannst auch flirty sein, das schließt sich überhaupt nicht aus. Also du musst nicht der super nette Typ sein. Du kannst auch ruhig mit den Frauen flirten, aber solange du freundlich zu den Personen bist, mit denen du interagierst, zu den Frauen, mit denen du flirtest, dann sind die meisten Frauen freuen sich und man kriegt sehr oft das Feedback, hey, auch wenn zum Beispiel dann die Frau einen Freund hat, dass es sehr schön war und dass man bitte auch weitermachen soll damit. Solange man es, wie gesagt, einfach ordentlich macht, das ist natürlich die Voraussetzung. Du sollst nicht wie der letzte Billo-Typ daherkommen und irgendwie den Frauen daherpfeifen oder hey, Püppchen oder irgend so einen komischen Kram, den manche Leute anscheinend machen. Übrigens, kleiner Side-Hint hier von all den Frauen, die ich immer, mit denen ich immer spreche, nicht nur Frauen, mit denen ich dich date, sondern auch Frauen grundsätzlich in meinem Leben. Keine Dickpics, ich weiß nicht, wer da jemals drauf gekommen ist. Eine ganz, ganz schlechte, ich habe das noch nie versendet in meinem Leben. Ich weiß gar nicht, wie man darauf kommt. Absolut nicht funktionabel. Funktional? Funktional. Aber Vorteil im Club ansprechen ist also sozial anerkannt, das macht es leichter und das macht es, also A, macht es das für dich leichter, weil es ist halt okay, du wirst nicht oder mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit von niemandem negativ bewertet, wenn du das tust, und die Frauen sind eben auch darauf vorbereitet, denn im Club wollen sie natürlich auch angesprochen werden, wenn sie dort sind von Männern. Deswegen ist das Ganze schon mal ein Pluspunkt. Wenn du auf der Suche nach One-Night-Stands bist oder nach kürzeren Geschichten, dann kann der Club sehr gut dafür sein, weil das eben auch mal in kurzer Zeit passieren kann. Die Atmosphäre ist eben sehr aufgeladen. Man ist nachts unterwegs. Es passt sowieso. Es hat so ein bisschen mehr so einen sexuellen Vibe, als wenn du jetzt mittags mit einer Frau, ich weiß nicht, im Café irgendwie einen Kaffee trinken gehst, was eine gute Sache ist, aber was eben eine andere Atmosphäre hat, als wenn du im Club bist, wie du dir vorstellen kannst. Im Club hat man außerdem den Vorteil, dass man tanzen kann, und das ist auch eine relativ sozial anerkannte Sache, dass man vielleicht eine Frau, die einem gefällt, antanzt. Nicht persönlich mein Ding, aber kann man auf jeden Fall machen, und dann ist man natürlich schon sehr stark auf Körperkontakt in dem körperlichen Aspekt unterwegs, und dann ist es natürlich relativ offensichtlich, dass aus diesem engen Körperkontakt sich dann eben auch schnell mehr ergeben kann, und dann ist man vielleicht mal mit der Frau ein paar Stunden im Club, hat verschiedene Orte, die man sieht, ist mal auf der Tanzfläche, trinkt mal was zusammen, quatscht mal ein bisschen, und dann ist es gar nicht so unwahrscheinlich, dass man sich dazu zusammen entscheidet, auch noch zusammen nach Hause zu gehen. Deswegen, da ist der Club auf jeden Fall sehr, sehr gut für, das muss man sagen. Eine andere Sache, und das habe ich gerade schon so ein bisschen erwähnt, ist das Antanzen, oder dass es hier die einzige Möglichkeit ist, wo Antanzen oder Tanzen als Form des Kennenlernens möglich ist. Wenn du jemand bist, der zum Beispiel gut tanzen kann oder der auch irgendwie Tanzunterricht genommen hat, dann ist das natürlich eine super coole Sache. Frauen tanzen sehr, sehr gerne und kommen auch viel in den Club, um zu tanzen. Auch wenn sie sich natürlich freuen, wenn sie von einem Mann angesprochen werden. Manchmal gehen Frauen auch einfach wirklich nur in den Club, um zu tanzen. Aber viele Frauen sind natürlich auch dort, um Männer kennenzulernen, und sind unterwegs, wenn sie dort Single sind. Aber das wirst du natürlich rausfinden, wenn du die Frauen dann ansprichst. Natürlich ansprechen musst du sie hier trotzdem noch. Das bleibt dir hier nicht erspart. Nicht wie bei einer unserer anderen Methoden, auf die wir gleich zu sprechen kommen. Aber das ist auf jeden Fall ein Vorteil, wenn Tanzen dein Ding ist. Dann ist Club sicherlich einer der besten Orte für dich, unter Umständen sogar. Und das meinte ich eben, das ist sehr individuell. Ich bin nicht der große
große Tänzer. Ich tanze zwar gerne, aber habe nicht die großen Tanzmoves drauf. Es war nie meine Art des Frauenkennenlernens. Und ich komme zu meinen persönlichen Nachteilen, über die auch du, wenn du im Club unterwegs bist, nachdenken solltest. Der Nachteil ist erstmal, es geht mit Kosten einher. Und das ist sicherlich die kostenungünstigste Variante von allen, die ich dir jetzt zeigen werde. Wahrscheinlich, je nachdem, wie du die nächste Variante behandelst, würde ich sagen. Das ist sicherlich einer der Kostenfaktoren hier, dass du den Club-Eintritt bezahlst. Unter Umständen trinkst du auch noch was im Club, was du in meiner Welt optimalerweise nicht tun solltest. Wenn du wirklich in den Club gehst, um ein bisschen Spaß zu haben, ein bisschen zu tanzen oder Frauen kennenzulernen, dann musst du dort nicht unbedingt trinken. Es ist natürlich kein Problem, was wenn du dir jetzt an der Bar mal gerade ein Bier holst oder einen Cocktail oder so, ist natürlich völlig in Ordnung und das kann man ja auch mal genießen, aber du solltest dich natürlich im Club nicht völlig abschießen. Ich glaube, das ist klar. Viele Männer nutzen das natürlich und die meisten Männer, die schon mal Frauen im Club angesprochen haben, haben das natürlich unter Alkoholeinfluss gemacht. Das würde ich dir nicht empfehlen, dann lernst du da nichts von, deine Interaktionen sind schlechter und ja, irgendwie kommst du auch nicht voran, trittst auf der Stelle und weißt unter Umständen auch gar nicht mehr so richtig, was du da eigentlich geredet hast oder weißt auch nichts mehr über die Person, die du da eigentlich kennengelernt hast. Deswegen kann ich davon nur abraten. Ich weiß, es ist eine größere Überwindung, das ohne Alkohol zu machen, aber du willst ja auch lernen, du willst dich auch überwinden, du willst ja auch in der Herausforderung wachsen, damit du in der Lage bist, Frauen auch tendenziell in jeder Situation kennenzulernen. Also ein großer Nachteil meiner Meinung nach, die Kosten. Club-Eintritt wird immer, immer teurer. Dann hast du oft auch noch Mindestverzehr drin. Je besser der Club, desto wahrscheinlicher ist das. Wir haben sehr gute Clubs in der Umgebung mit sehr vielen Bereichen, wo man auch, und das macht für mich einen guten Club aus, du hast einen Bereich, wo Party gefeiert wird, wo getanzt wird, aber du hast dann auch einen Bereich, wo man zum Beispiel mal sitzen kann, wo man mal reden kann. Einen guten Club macht für mich aus mehrere Areas, in denen auch eine ruhige Area dabei ist, damit man eben nicht die ganze Zeit in dieser hochenergetischen Umgebung unterwegs sein muss, sondern sich auch mal hinsetzen kann und mit der Person sprechen kann. Dann, das ist für mich persönlich ein riesiger Nachteil, man ist die ganze Nacht wach und ist dann bis morgens teilweise unterwegs mit Alkohol unter Umständen, aber ich habe ja gerade schon gesagt, wie ich zu Alkohol stehe, aber für mich ist es eine absolute Katastrophe. Ich gehe gern pennen, früh pennen und kann dann morgens aufstehen und mich in meinen Kram setzen, mein Ding machen, den Tag genießen. Ich bin einfach nicht der große Fan, mein Schlafrhythmus ständig zu zerstören, an jedem Wochenende dann irgendwie bis 6 Uhr unterwegs zu sein oder was auch immer, während ich da schon halb müde rumhänge und teilweise, und das ist ein großer Punkt, das ist zumindest bei mir so, wenn ich normalerweise so um 11 oder 12 schlafen gehe unter der Woche und dann bin ich im Club und dann bin ich da bis 6 Uhr unterwegs, dann ist es natürlich so, dass meine Energiereserven irgendwann leer sind, weil ich bin es ja gar nicht gewohnt, so lange wach zu sein. Das Problem ist aber, dass der Club eine Hochenergieumgebung ist und du kannst halt nicht im Club unterwegs sein und mit so einem Energielevel Leute ansprechen, die vielleicht gerade mega am Feiern sind. Also das ist so eine generelle Regel. Du kannst auch mal beobachten, dass wenn du jetzt eine Person ansprechen willst, oder das ist jetzt, muss nicht eine Frau sein, es kann auch ein Mann sein oder eine Gruppe, wenn du eine Person kennenlernen möchtest oder wenn du in eine Interaktion einsteigen möchtest, dann wirst du sehr schnell sehen, dass wenn das Energielevel dieser Gruppe oder Person hier ist und du kommst mit so einem Energielevel, dann ist es sehr unwahrscheinlich, dass überhaupt die Interaktion zustande kommt. Es ist fast notwendig, dass du immer mit mal mindestens dem gleichen, aber eigentlich in einem bisschen höheren Energielevel kommst. Ein gutes Beispiel, und das hat sicherlich jeder schon mal erlebt, ist der Flyer-Verteiler auf der Straße, der dir irgendeinen Flyer in die Hand drücken will oder will, dass du für WWF spendest. Wenn diese Leute quasi nur dir den Flyer hinhalten und nicht mal ein Wort zu dir sagen, ist es sehr, sehr unwahrscheinlich bis eigentlich unmöglich, dass die Leute wirklich die Flyer mitnehmen. Aber wenn die Person quasi so ein bisschen vor dich springt und lächelt und hey, warte kurz, bleib mal kurz stehen, dann ist es halt viel wahrscheinlicher, dass du auf jeden Fall mal auf diese Energie reagierst und dich vielleicht umdrehst, kurz mit der Person quatscht und dann unter Umständen auch einen Flyer mitnimmst oder vielleicht spendest du was für den WWF. Von daher, das ist auf jeden Fall so ein Ding, was man im Club immer, immer im Blick haben muss und was das Frauen kennenlernen im Club noch anstrengender macht, zumal du eben, und das habe ich gerade erwähnt, in den meisten Fällen einen normalen Schlafrhythmus drin haben wirst und dann wird dir die Energie fehlen, die du aber eigentlich brauchst und Leute kompensieren halt für diese fehlende Energie mit Alkohol. Dann, und das ist ein Riesenproblem, ist es halt laut, klassisches Kennenlernen ist dann oft nicht möglich. Klar, wenn du voll im Tanzgame bist, dann ist das natürlich super für dich, dann ist das kein Problem, aber ansonsten gehört natürlich eine Konversation auch dazu zum Kennenlernen, weil nur da kannst du eine gute Verbindung zu der Frau aufbringen. Natürlich ist es so, wenn du jetzt rein für One-Night-Stands in den Club gehst, dann kann das reine Tanzen auch reichen, dann kann das über rein Körperliches funktionieren, aber viele Frauen wollen natürlich auch mit dir erstmal ein bisschen quatschen, wollen dich erstmal kurz kennenlernen, die meisten. Aber manchmal, klar, manchmal kann es auch passieren, dass es rein über das Tanzen funktioniert, über Begegnungen, wo man nicht viel miteinander spricht, was auch sehr interessant sein kann, was auch eine coole Erfahrung ist, wird aber in den meisten Fällen nicht der Fall sein. Deswegen such dir, wenn du in den Club gehst, gute Clubs aus, wo es, wie gesagt, diese Bereiche gibt, wo man auch mal miteinander sprechen kann und es nicht nur laut ist. Wenn es nur laut ist, wirst du schnell merken, du hast da Probleme und dann haben wir wieder diesen Energiepunkt. Je lauter der Club, desto lauter musst du sprechen, desto mehr Energie musst du investieren und desto wahrscheinlicher werden dir viele Interaktionen mit den Frauen auch auseinanderfliegen, wenn du eben nicht mit denen sprechen kannst. Gerade wenn das Sprechen eigentlich deine große Stärke ist,
wie das zum Beispiel bei mir der Fall ist. Ich bin eigentlich sehr gut in Konversationen und ich spreche auch gerne mit Menschen. Ich bin einfach sehr interessiert an Menschen und das ist sicherlich mein großer Punkt, mein großer Pluspunkt. Von daher wieder schlecht für mich hier der Club, aber wie gesagt, das ist auch sehr individuell. Und dann ist es so, dass die Nummern, die du dort bekommst, tendenziell sehr unzuverlässig sind, auch schlecht für Long-Term-Geschichten sein können, weil die Frauen da teilweise natürlich auch betrunken sind, geben dir irgendwie die Nummer, weil es ist ja auch irgendwie so Common Sense im Nachtclub, da gibt man irgendwie mal eine Nummer raus, vielleicht auch um den Typen dann loszuwerden in dem Moment, weil er vielleicht schon am Rumtanzen ist, I don't know. Aber gibt dir vielleicht die Nummer und war selbst betrunken und weiß am Tag gar nichts mehr, am nächsten Tag gar nichts mehr davon. Der Abend ist so völlig verschwommen, das Kennenlernen mit dir ist völlig verschwommen. Sie wurde von 10.000 anderen Typen im Club angelabert, von den meisten sicherlich richtig schlecht. Aber wenn es dann noch laut war und du gar nicht mit ihr richtig sprechen konntest, hast du auch keine Verbindung aufbauen können. Klar, wenn ihr zusammen im Bett gelandet seid, dann hast du natürlich eine Verbindung aufgebaut und dann ist es egal, dann ist es natürlich eine zuverlässigere Nummer offensichtlich, aber generell die Frauen, die ich im Nachtleben so kennengelernt habe, da ist eigentlich selten was draus geworden. Es ist sehr schwer von einer Nachtnummer, sage ich mal, irgendwie auf ein weiteres Treffen zu kommen. Das ist einfach sehr unzuverlässig meiner Erfahrung nach und ja, da funktioniert es dann tatsächlich besser, wenn man mit der Frau tanzt und das Körperliche ja, im Fokus legt und dann vielleicht eben noch miteinander nach Hause geht, wenn das dann passt. Deswegen für mich persönlich der Club nachts nicht so geil. Für mich persönlich, aber wie gesagt, das kann individuell natürlich auch sehr unterschiedlich sein. Das habe ich, glaube ich, gut ausgelegt. Dann für mich die Nummer 3 ist Online-Dating und ich weiß, viele Leute hassen das Online-Dating und es gibt natürlich auch diese Videos auf meinem Channel, die sagen, lösch dein Online-Dating, aber Online-Dating ist nicht nur schlecht. Wir wollen über die Vor- und Nachteile reden und ich werde auch in Zukunft noch ein bisschen öfter über das Online-Dating reden, denn es ist nicht so schlecht, wie man es immer macht, aber es hat natürlich viele, viele Nachteile. Für mich persönlich ist es besser als im Club. Ich kann aber gut verstehen, dass viele Leute diese beiden Punkte wahrscheinlich tauschen würden. Vorteil ist, dass es günstig ist und gegebenenfalls zeitunaufwendig, je nachdem, wie du es da betreibst. Günstig, weil ich würde dir nicht empfehlen, irgendwelche Premium-Sachen zu kaufen. Die helfen dir einfach nicht, wenn Frauen dich nicht liken auf dieser Plattform. Und falls du diese witzige Grafik, ich werde sie mal in einem anderen Video besprechen, aus einer Studie mal sehen oder noch nicht gesehen hast, ist es so, dass 20% oder die oberen 20% der Männer auf Dating-Plattformen 80% der Likes von Frauen bekommen. Das ist eine sehr interessante kleine Studie. Ich werde die in zukünftigen Video mal besprechen und die Studie hat herausgefunden, dass quasi die Fairness im Datingmarkt von Online-Dating-Plattformen unfairer ist als 95% aller Weltökonomien. Das heißt, die Verteilung, die Besten bekommen das meiste und die Schlechtesten bekommen fast gar nichts, ist unfairer als die quasi Reichheitsverteilung in den meisten Ländern der Welt. Also so eine unfaire Verteilung herrscht im Online-Dating. Aber es kann sehr günstig sein und gegebenenfalls zeitunaufwendig, wenn man sich an ein paar Regeln hält und zwar meiner Meinung nach relativ schnell dahin geht, dass man ein richtiges Date mit der Frau macht, nicht zu lange hin und her schreibt, sondern einfach auf einen kleinen Spaziergang geht, um zu gucken, gefällt die Frau mir überhaupt, wenn ich sie jetzt live vor mir sehe, gefalle ich der Frau, denn das habe ich auch bei Online-Dates festgestellt, die Bilder sind vielleicht ganz schön, aber nicht, dass die Frau dann im echten Leben nicht so aussieht wie auf den Bildern, aber natürlich A, tendiert jeder dazu, seine besten Bilder reinzutun und B, ist es nochmal was anderes, die Person wirklich zu erleben und zu gucken, es gehört ja viel dazu, ob ich eine Person attraktiv finde. Wie bewegt sich die Person? Wie wirkt sie auf mich mit ihrer Gestik, mit ihrer Mimik? Das sind ja alles Sachen, die ich auf Fotos gar nicht so richtig mitbekomme. Einfach einen Gesamteindruck von der Person zu bekommen. Wie finde ich ihre Stimme und so weiter? Wenn ich dann mit den Frauen von Online-Daten rüberwechsel auf zum Beispiel Sprachmemos, dann ist es natürlich ein Faktor, den ich schon mal mit beobachten kann. Das ist ganz gut. Aber ja, so sollte man es meiner Meinung nach anstellen. Und ich weiß, dass viele Männer völlig verloren gehen auf diesen Plattformen und dann jahrelang oder wochenlang schreiben. Und dann kommt es teilweise nie zu einem Treffen. Das ist natürlich absolute Zeitverschwendung. Anderer Vorteil ist, dass du hast tendenziell viele potenzielle Möglichkeiten pro Tag, die du wahrscheinlich nicht haben willst. Ich habe extra potenzielle Möglichkeiten in Anführungsstrichen gesetzt, weil ja, es ist mir bewusst, dass viele Männer teilweise gar keine Likes auf dieser Plattform oder auf Online-Dating-Plattform bekommen. Wenn das für dich der Fall sein sollte, wie es tatsächlich für viele Leute der Fall ist, dann ist Online-Dating sicherlich die schlechteste Methode für dich und dann solltest du von diesen Plattformen Abstand nehmen. Es hat sich auch gezeigt, dass Leute, die auf Online-Plattformen viel unterwegs sind, tendenziell weniger zufrieden sind und häufiger depressive Symptome zeigen. Da vielleicht auch nochmal in Zukunft eine Besprechung von potenziellen Studien von, wenn das für euch interessant ist, könnt ihr mich ja in den Kommentaren mal wissen lassen. Aber also tendenziell hast du viele potenzielle Möglichkeiten. Das ist gerade für Leute, die natürlich in einer Gegend wohnen, wo nicht viel geht, wo nicht viel los ist, von Vorteil. Du hast eine größere Reichweite als die, die du normalerweise hättest. Du musst einfach für dich ausprobieren und gucken, bist du in der Lage, auf Online-Dating irgendwie eine Art von Erfolg zu haben. Wenn nicht, solltest du einfach von diesen Online-Dating-Plattformen dich abmelden und solltest dich darauf fokussieren, die Frauen in diesen anderen Bereichen, die wir hier besprechen, kennenzulernen. Das Ganze ist gut steuerbar. Und was ich damit meine, ist, dass du natürlich das Ganze so lenken kannst, wie du willst.
willst. Du kannst dich daran setzen, wann du willst. Du kannst eine Nachricht vorformulieren. Das heißt, du musst nicht in dem Moment, wenn du vielleicht relativ schüchtern bist, mit der nächsten klugen Antwort um die Ecke kommen, sondern du kannst dir Zeit nehmen, du kannst eine Nachricht schreiben, du kannst eine Sprachnachricht aufnehmen, kannst auch mehrmals aufnehmen, wenn du willst. Also du hast da so ein gewisses Steuerelement, das dir in allen anderen Formen des Datings quasi nicht zur Verfügung steht. Wobei das meiner Meinung nach nur so ein kleiner Vorteil ist, der jetzt nicht besonders ins Gewicht fällt. Nachteile, auf jeden Fall, wenn man es falsch macht, ich habe es gerade schon angeschnitten, dann kann das sehr zeitaufwendig und teuer sein. Niemals diese Premium-Modelle kaufen, wenn dich keine Frau liked, dann wird dich auch keine Frau, oder wenn dich wenig Frauen liken, dann werden dich auch nicht mehr Frauen liken, nur weil du mehr Frauen gezeigt wirst zum Beispiel. Ganz witzig ist das auf Tinder. Ich hatte mal für eine Woche Tinder Plus, weil ich nach Berlin gereist war und vorher schon ein paar Leute da matchen wollte. Da hat man nämlich auch diese Reisefunktion. Was das einzig Gute meiner Meinung nach ist an den Premium-Subscriptions, dass du diesen Reisemodus bekommst, wo du an den Ort, also da kannst du an jeden beliebigen Ort springen sozusagen. Das heißt, wenn du in einer Woche in Barcelona bist, kannst du theoretisch mit diesem Reisefeature einmal dahin springen, kannst du schon mal ein paar Matches machen, schon mal ein bisschen mit den Frauen schreiben und kannst einfach schon mal vielleicht das eine oder andere Date ausmachen. Das ist natürlich sehr, sehr praktisch. Aber da ist mir auch aufgefallen, dass oft, oder Tinder hat so eine Kategorie, die ist neben deinen Chats, also auf der linken Seite, irgendwie Leute, die dich geliked haben. So. Und die sind verdeckt, diese Leute, du kannst die nicht sehen. Und für Premium-Versionen, wenn du die Premium-Version hast, dann kannst du diese Leute freischalten, dann kannst du dir die angucken. Der Witz ist, und das habe ich in dieser Woche festgestellt, wo ich Premium hatte, der Witz ist, dass die Leute, die dir dort angezeigt werden, tatsächlich Leute sind, die du schon mal gesehen hast, die du aber nach links, also weggeswiped hast. Und von daher möchte man dir da künstlich irgendwelche Leute verkaufen, die du ja daten kannst, die du ja matchen kannst, die du aber schon längst gedisliked hast, also sind es halt Leute, die du gar nicht matchen möchtest. Von daher, das ist eine ganz seltsame Industrie. Die Online-Dating-Industrie, die profitiert natürlich davon, dass du glaubst, Investitionen in diese Plattform könnte dir etwas bringen. Spoiler Alert, in den meisten Fällen oder in fast allen Fällen ist das nicht der Fall. Von daher, schau für dich, ob du auf den Plattformen im Gratis-Modell Erfolg haben kannst. Wenn nicht, ist es nicht das Richtige für dich. Du hast außerdem keinen Lerneffekt, weil keine Überwindung nötig ist. Das ist sicherlich ein ganz, ganz großer Punkt. Du kannst einfach nicht wachsen als Person, in diesem Fall wachsen als Mann, weil du dich gar nicht überwinden musst. Du musst dich nicht trauen, du wirst nicht mit der Nervosität konfrontiert, die man natürlich immer so ein bisschen hat, wenn man eine fremde Frau in irgendeiner Situation anspricht. Da ist es egal, wo es ist, ob es im Club ist, ob es im Alltag ist oder wo auch immer. Von daher fällt da ein ganz, ganz großer und wichtiger Teil für deine persönliche Entwicklung weg, was sehr, sehr schade ist. Und ja, da bleibst du unter Umständen einfach auf deinem aktuellen Lernstand, könnte man sagen, stehen, wenn du immer nur im Online-Dating unterwegs bist. Ein weiterer Punkt ist das Aussehen, und das habe ich jetzt gerade schon so ein bisschen angeschnitten, überproportional wichtig ist. Ich habe gerade schon darüber berichtet, dass die oberen 20% der Männer 80% Likes von den Frauen bekommen und die unteren 80% der Männer sich dann eben mit den restlichen 20% Likes der Frauen begnügen müssen, was eben dazu führt. Und da kannst du dir auch ganz viele Eigenexperimente auf YouTube angucken, wenn du das möchtest, dass Leute, die, ich sag mal, durchschnittlich aussehen oder vielleicht auch unterdurchschnittlich aussehen, da teilweise wirklich über Wochen nicht ein einziges Match bekommen. Aussehen ein riesen Faktor auf diesen Plattformen, der viel weniger ins Gewicht fällt, natürlich immer noch wichtig ist, aber weniger ins Gewicht fällt in allen anderen Bereichen des Datings, über die wir jetzt hier reden, vor allem aber im Bereich, den ich als nächstes anschneiden werde gleich. Und dann ist es so, dass das Ganze natürlich sehr unpersönlich ist, Kontakte verlaufen unglaublich schnell, weil ja, man schreibt halt nur und Schreiben ist ein ganz schlechtes Medium, meiner Meinung nach. Bumble ist tatsächlich ein bisschen besser als Tinder, weil man da direkt Sprachnachrichten machen kann, das kann ich dir auch nur empfehlen, weil über Sprachnachrichten einfach viel besser Verbindung aufgebaut werden kann. Natürlich ist es viel cooler, wenn du die Person im Alltag kennengelernt hast, wenn ihr ein bisschen miteinander gequatscht habt, das ist viel, viel persönlicher, bleibt viel besser hängen und deswegen auch ein riesiger Nachteil von Online-Dating. Aber für mich persönlich, und das ist hier wieder der individuelle Faktor, ja, bitte das berücksichtigen bei den ganzen Kommentaren, die ich jetzt schon in der Kommentarspalte sehe, das ist individuell für mich meine Nummer 3. Ich weiß, und das habe ich ja eben schon mal gesagt, ich wiederhole es nochmal, dass für die meisten Leute wird Nummer 3, Nummer 4, also Online-Dating und Club-Dating, umgekehrt sein oder vielleicht rankst du Club-Dating sogar weiter vorne als ich. Dann haben wir die Nummer 2, meiner Meinung nach eine sehr, sehr gute Variante und die für die meisten Leute gangbare Variante, eine Frau kennenzulernen, sind Social Circle Communities. Was bedeutet Social Circle Communities? Also Social Circle Communities sind einfach Freundesgruppen oder Gruppen an Orten, an denen du immer wieder bist und wo du die Leute kennst, wo man sich regelmäßig sieht, wo man was miteinander macht. Das kann ein Fitnessstudio sein, in dem du regelmäßig mit Leuten sprichst. Das kann wie auf diesem Bild hier der Yogakurs sein, in dem du regelmäßig bist, wo du die Leute kennst. Aber auch ganz klassischerweise dein Freundeskreis, wo man dann mal auf Partys ist, auf
Hauspartys von anderen Leuten, da lernt man wieder Leute kennen über diesen Kreis und kommt wieder mit denen in Kontakt. Eine sehr, sehr gute Variante, die und das ist natürlich sowieso so ein Ding, das habe ich jetzt in der Stelle noch nicht erwähnt, aber es macht Sinn, alles zusammen kombinieren und macht ja auch irgendwie Sinn. Wenn du ein ganz normales Leben führst, dann hast du halt Freunde, dann passiert mal was, dann bist du mal auf einer Party und wenn du ein ganz normales Leben führst, dann bist du mal im Alltag unterwegs und sprichst vielleicht mal eine Frau an. Wenn du ein ganz normales Leben führst, bist du halt in meinem Club unterwegs und wenn du ein ganz normales Leben führst, dann hast du auch sicherlich schon mal irgendwo rumgesessen, vielleicht auf der Toilette oder so und hast nach links oder rechts geswiped. So. Das ist jetzt alles nichts Außergewöhnliches, aber optimalerweise kombiniert man diese ganzen Möglichkeiten, aber natürlich eben immer in der Hinsicht, dass es dir auch was bringt. Also du solltest jetzt nicht, musst jetzt nicht irgendwie zum Yoga gehen, nur um da Frauen kennenzulernen, wenn du das Gefühl hast, ich will gar nicht zum Yoga gehen beispielsweise. Vorteile sind, in diesen Social Circle Communities ist es sehr nachhaltig und generell natürlich positiv für dein Wohlbefinden. Das ist natürlich ein No-Brainer, wenn du viele Freunde hast, einen großen Freundeskreis, dann wirst du dich gut fühlen, dann wirst du positiv über dich selbst denken, dann magst du dein Leben und das ist natürlich alles, das ist natürlich so ein positiver Kreislauffaktor, der dich auch wieder attraktiver für Frauen macht. Führst ein attraktives Leben, magst dein Leben selbst gerne und das ist natürlich super gut. Und das Ganze ist sehr nachhaltig, das heißt, du hast da viel Zeit, du kannst da entspannt gucken, ist da was möglich, mag die Frau mich vielleicht und hast auch die Möglichkeit, dann eben nicht vorzugehen, wenn das nicht der Fall ist, oder nicht vorzugehen, aber nicht weiter in eine Flirtrichtung zu gehen, wenn das nicht der Fall sein sollte. Das ganze Erzeugnis habe ich gerade schon ein bisschen angeschnitten, einen attraktiven Lifestyle und eine gute Lebensgestaltung. Ich denke, einfach einen guten Freundeskreis zu haben, das sollte unabhängig von dem Wunsch, irgendwie eine Frau kennenzulernen oder Frauen kennenzulernen, ein Ziel in deinem Leben sein und hilft dir natürlich dabei, dich psychologisch einfach an einen guten Punkt zu bringen. Das Ganze ist auch sehr safe, also sehr safes Kennenlernen und sozialer Status. Ganz, ganz große Punkte, sehr safes Kennenlernen, einfach dadurch, dass das natürlich absolut sozial anerkannt ist, Freunde zu haben und in einem Freundeskreis zu sein. Du kannst auch einfach über die Zeit schauen, kommen da Signale von den Frauen in deinem Freundeskreis. Du musst da wirklich auch nicht super aktiv auf die Frauen zugehen, was du sicherlich auch nicht machen willst. Du willst ja nicht deinen ganzen Freundeskreis abgrasen und jede Frau da anmachen. Das Ganze wird dir dann natürlich nach hinten losgehen in deinem Freundeskreis und ist in den meisten Freundeskreisen dann nicht so gerne gesehen. Sondern du kannst einfach ganz entspannt auf Signale achten, kannst mit den Frauen quatschen, die ja eh Teil deines Freundeskreises sind und vielleicht entwickelt sich da was, vielleicht ergibt sich da was. Und außerdem ist dein sozialer Status ein großer Vorteil, den du hier mit einbringen kannst, wenn du zum Beispiel der, ich sag mal, Leader der Gruppe bist oder wenn du derjenige bist, der oft die Treffen organisiert, dich kennen alle und du holst immer neue Leute dazu, zum Beispiel bist du ein bisschen der Kern der Gruppe, dann kann das ganz schnell dafür sorgen, dass du für Frauen sehr attraktiv bist und das ist auch ein sehr, sehr positiver Faktor. Aussehen ist hier ein nicht so großer Faktor, weil du natürlich hier mit ganz anderen Punkten kannst bei den Frauen, sie dich eben in deinem hohen sozialen Status sehen oder sie deine Persönlichkeit kennenlernen können, indem sie eben regelmäßig mit dir quatschen. Das heißt, Aussehen ist hier ein weniger wichtiger Faktor, vor allem im Vergleich zum Online-Dating. Nachteile sind, es ist relativ zeitaufwendig offensichtlich, aber ich weiß nicht wirklich, ob man das zeitaufwendig nennen kann, so wie man zum Beispiel den Club oder das Online-Dating unter Umständen zeitaufwendig nennt, weil du wirst ja eh einen Freundeskreis haben und eh irgendwie den Wunsch nach Verbindung zu anderen Leuten haben. Von daher weiß ich gar nicht, ob man das überhaupt zeitaufwendig nennen kann. Aber natürlich ist es das, wenn du mit der großen Zielsetzung da reingehst, auch optimalerweise über deinen Freundeskreis Frauen kennenzulernen, dann ist es natürlich ein zeitaufwendiger Punkt, ja. Unter Umständen ist es so, dass man wenig neue Leute kennenlernt. Ist natürlich klar, wenn du jetzt dann einen Freundeskreis hast mit 10 Leuten, da sind 5 Frauen drin und dann merkst du, okay, mit keiner geht vielleicht irgendwas, dann wird es nicht so sein, dass jede Woche eine neue Frau in deinen Freundeskreis dazu stößt, sondern du wirst vielleicht ab und zu mal, wenn ihr mit dem Freundeskreis unterwegs seid, andere Freundeskreise dazukommen, vielleicht neue Frauen kennenlernen. Das heißt, das Ganze ist schon sehr langsam, ein sehr langsamer Prozess, der auch ins Stocken geraten kann, wenn es um den reinen Frauen-Kennenlernen-Aspekt geht, wenn eben die Gruppe ja vielleicht auch nicht sehr sozial ist oder immer so in ihren eigenen Reihen unterwegs ist. Von daher ist das halt so eine Sache, also ich würde jetzt niemandem empfehlen, wenn du jetzt wirklich aktiv Frauen kennenlernen möchtest, dann würde ich nicht sagen, mach 100% Social Circle Communities, weil das einfach auch einfach als Mittel dafür nicht super gut geeignet ist, eben wegen diesen Nachteilen hier. Aber es kann eins der besten Mittel sein und du solltest es zusätzlich integrieren und es bietet eben sehr, sehr, sehr viele Vorteile, vor allem im Hinblick auf diesen Aussehen ist nicht so wichtig Aspekt und deswegen ist es meine persönliche Nummer 2. Flirten ist hier aber immer ein bisschen mit einem Risiko verbunden. Natürlich ist Flirten immer mit Risiko verbunden, wenn jetzt eine Frau also eigentlich nicht wirklich, kein wirkliches Risiko, wenn ich jetzt eine Frau auf der Straße anspreche und die sagt, hey, ich habe deinen Freund, aber schön, dass du mich angesprochen hast, dann war jetzt nicht wirklich ein Risiko dabei. Aber klar, theoretisch kann sie natürlich auch die eine ballern oder
oder was auch immer. Das ist noch nie jemandem passiert, den ich kenne. Von daher brauchst du dir darum keine Sorgen machen. Wie gesagt, solange du es ordentlich machst, ist es alles gar kein Problem. Aber es ist eben immer mit Risiko verbunden im Freundeskreis, weil das kann natürlich auch so eine Freundesgruppe schnell mal sprengen. Und es ist natürlich auch sehr unangenehm, wenn es dann irgendwie nicht matcht oder die Frau eigentlich keine Lust auf dich hat. Und dann ja, bist du so ein bisschen stuck in dieser Freundesgruppe, wo ihr eigentlich mal Freunde wart und jetzt stehst du auf sie und sie fühlt sich vielleicht auch ein bisschen unwohl. Und das kann natürlich irgendwie den ganzen Vibe in der Freundesgruppe auch kaputt machen. Deswegen kombiniert sich dieser Punkt Flirten immer mit Risiko verbunden, mit dem oberen Punkt sehr safes Kennenlernen, im Sinne von im Freundeskreis, mach nicht einen auf, ich bin super, super, super flirty, sondern guck einfach erstmal, von welcher Frau kommen da vielleicht Signale, finde ich die interessant, und dann kann das ganz nice sein. Ein anderer Nachteil ist, dass es meistens eine etwas größere Stadt erfordert. Das muss nicht immer so sein. Das kann natürlich auch sein, dass du in einer kleineren Stadt einen sehr großen Freundeskreis hast und da sehr gut vernetzt bist. Aber in einer größeren Stadt bietet sich das eben doch mehr an. Was sich vor allem in einer größeren Stadt mehr anbietet, sind Social Circle Communities außerhalb des Freundeskreises, zum Beispiel der Yoga-Kurs oder das Fitnesscenter. Da hast du dann eben in einem kleineren Ort weniger von, beziehungsweise in einem kleineren Ort hast du auch den Nachteil, dass, ja, irgendwann kennt man halt alle Leute. Dann hast du vielleicht mal wirklich mit deiner Gruppe und verschiedenen anderen Gruppen gefeiert oder warst im örtlichen Yogakurs und du kennst irgendwie alle Leute, weil in deinem 500-Einwohner-Dorf sind halt, man sieht immer die gleichen Leute so, und dann hast du halt irgendwie mit jeder Frau schon mal gesprochen und die Möglichkeiten haben sich dann vielleicht irgendwie einfach erschöpft. Das ist natürlich auch ein großer Nachteil des Social Circle Communities. Meine persönliche Nummer 1, und es dürfte klar sein, was hier jetzt steht, weil das Einzige, was noch über ist, ist Frauen im Alter kennenzulernen. Wenn du übrigens lernen möchtest, wie das funktioniert, das ist sicherlich eine Sache, die die wenigsten Menschen jemals gemacht haben. Manche Leute denken, das ist überhaupt nicht möglich. Manche Leute denken, das darf man in der heutigen Gesellschaft ja gar nicht mehr. Ich kann dir nur sagen, das ist eine wunderbare Methode, die du in deinen normalen Alltag integrieren kannst, um Frauen kennenzulernen. Wenn du es ordentlich machst, freuen Frauen sich immer darüber, geben immer positives Feedback, solange sie nicht selber da irgendwie in irgendeiner Art und Weise gestört sind. Du hast auch mal die Frauen, die sich denken so, oh, was spricht der mich jetzt hier an, wie kann das nur wagen oder so, was natürlich eine ganz seltsame Grundeinstellung schon mal widerspiegelt, aber die meisten psychisch ganz normalen Frauen, die du treffen wirst, werden dir sagen, ah, okay, ich habe vielleicht einen Freund, aber cool, dass du es gemacht hast, behalte dir das bei, ne, es war sehr nett. Und dann treibt man sich irgendwie, da hat ein nettes Gespräch gehabt und beide freuen sich irgendwie. Die Frau freut sich natürlich auch, dass sie von dir angesprochen wurde, nettes Kompliment. Und gleichzeitig hat es vielleicht in dem Moment aber auch nicht gepasst oder eben vielleicht doch. Deswegen Alltag, wenn du das lernen möchtest, dann schreib mir gerne an die unten stehende E-Mail-Adresse in der Beschreibung. Schreib mir deine aktuelle Situation mit Frauen, schreib mir einfach deinen Namen dazu, was du aktuell machst und deine Telefonnummer. Dann werde ich dich für ein kostenloses Beratungsgespräch anrufen und wir gucken mal, ob und wie ich dir weiterhelfen kann. Wie bereits über 100 Männern in wirklich langen Coachings über mehrere Monate in meiner gesamten Zeit, in der ich da jetzt schon arbeite sozusagen. Alltag, was sind die Vorteile? Also erstmal bietet es natürlich sehr viele mögliche Optionen jeden Tag, weil du bist jeden Tag im Alltag unterwegs und ja, wenn du jetzt nicht gerade im Kuckucksdorf wohnst mit 500 Einwohnern, wo das Ganze natürlich nicht gut funktioniert, Spoiler Alert, dann ist es halt super, wenn du jetzt mal, ich sag mal in der Stadt mit mindestens, ich weiß nicht, 100.000 Einwohnern unterwegs bist, dann wird dir sicherlich ein oder zweimal am Tag eine Frau entgegenkommen, wenn du jetzt in der Stadt unterwegs bist, auf dem Weg zur Arbeit, auf dem Weg zurück zur Arbeit, beim Einkaufen, wo auch immer, auf dem Weg zum Fitnesscenter, wo auch immer du gerade unterwegs bist, wo du dir denkst, ach, das ist eigentlich eine ganz hübsche Frau, ja, die gefällt mir wohl, die du dann einfach tatsächlich, wenn du diese Fähigkeit beherrschst, ansprechen kannst. Und deswegen bieten sich dir hier enorm viele Möglichkeiten, mehr Möglichkeiten als meiner Meinung nach in jedem anderen Bereich, den wir hier aufgelistet haben. Im Social Circle Game ist es viel weniger der Fall, viel weniger Möglichkeiten. Im Nachtgame geben sich auch sehr viele Möglichkeiten, aber du bist eben nicht jeden Tag nachts unterwegs offensichtlich. Und dann hast du noch das Online-Dating-Game, wo es viele potenzielle Möglichkeiten gibt. Und wenn Online-Dating für dich funktioniert, kannst du ja unter Umständen noch mehr Leute kennenlernen. Aber für die meisten Leute, wie gesagt, wird das nicht der Fall sein. Deswegen ist Alltag die beste Variante in meiner Welt. Dann hast du auch die Möglichkeit zu wachsen. Das ist sicherlich einer der größten Aspekte, einer der Aspekte, der auch am meisten Spaß macht, dabei das zu machen. Einfach Frauen, die dir gefallen, auf der Straße anzusprechen. Du merkst, du bist auch nervös. Natürlich, wer wäre das nicht? Du gehst auf die Frau zu und dann merkst du aber, okay, cool, ich habe die Situation gemeistert und du wächst an diesen Herausforderungen. Du wächst einfach als Person daran, dass du dich regelmäßig deinen eigenen Ängsten stellst, dass du so ein bisschen über das Ende deiner Komfortzone hinaus auspusht und du wirst dich großartig fühlen. Ne? Sei mal unterwegs, sprich mal an, weil dir am Tag irgendwie zwei Frauen entgegenkommen, die du interessant fandest, sprich die mal an und guck, wie du dich danach fühlst, selbst wenn die Frau dir sagt, hey, sie hat einen Freund oder sie hat kein Interesse. Das macht tatsächlich überhaupt keinen Unterschied. Das magst du jetzt vielleicht noch denken, dass du dir dann, oh mein Gott, dir dann ganz schlecht vorkommst, weil die Frau dann irgendwie doch kein Interesse hatte, aber glaub mir und glaub den Leuten, die mit mir gearbeitet haben, das ist nicht der springende Punkt. Man freut sich immer, weil man sich getraut hat, weil man sich überwunden hat und das ist auch völlig in Ordnung. Ich habe lieber eine Frau, wo ich mir
mir denke, hey, die gefällt mir wirklich angesprochen und sie hatte kein Interesse oder vielleicht einen Freund, als wenn ich sie nicht anspreche und ich mich die ganze Zeit frage, Mist, vielleicht wäre das ja was gewesen. Das ärgert mich viel mehr, wenn ich dann die Frau angesprochen habe, dann ist es für mich abgeschlossen. Ich freue mich, dass ich mich überwunden habe und es ist einfach eine ganz großartige, vielleicht die beste Möglichkeit, persönlich zu wachsen. Ich habe zum Beispiel auch mal damals in Berlin auf der Straße Leute angesprochen, die diesen Job machen sollten, Leute für den WWF anzusprechen. Also ich war Jobscout für Leute, die dann auf der Straße stehen und andere Leute für Spenden ansprechen. Und auch das wunderbar. Man ist regelmäßig konfrontiert, man muss sich regelmäßig überwinden, man muss eine gewisse Energie auch mitbringen, kann sich jetzt nicht so eine Frau ansprechen, so hallo. So und ganz, ganz großartig für persönliches Wachstum und einer der Gründe, warum ja dieser ganze Themenbereich mich auch irgendwie immer noch beschäftigt. Ich da an Männern auch gerne helfe und mich freue, wenn da bei den Männern auch Entwicklung stattfindet, die, wenn sie hier am Ball bleiben, eigentlich immer sehr positiv ist. Dann, das ist etwas sehr außergewöhnlich, diese außergewöhnliche Art des Kennenlernens im Vergleich zu jeder anderen hier. Online-Dating ist natürlich absolut casual mittlerweile. Im Club kennenlernen, das kennt auch jeder und im Freundeskreis ist auch jedem bewusst, dass es passieren kann und dadurch bleibt es viel, viel besser im Gedächtnis, vor allem im Vergleich zum Nachtdating, wo es eben absolut austauschbar ist. Die Frau wird von, keine Ahnung, 10, 20 Typen angequatscht, weil da ist es ja sozial akzeptabel, da macht es halt jeder, aber auf der Straße da macht das kaum jemand. Also wenn du mal deine Freunde fragst, hast du schon mal eine Frau irgendwie im Alltag, ohne betrunken zu sein, auf der Straße angesprochen, einfach so ganz zufällig oder im Supermarkt oder so. Die meisten Leute werden dir das verneinen. Du wirst ganz wenig Leute finden, die das jemals gemacht haben, weil viele Männer sich nicht trauen, weil viele Männer denken, das ist ja gar nicht erlaubt oder ja, manche Männer haben wirklich so Vorstellungen, dass es irgendwie gesetzlich fast verboten wäre, eine Frau auf der Straße anzusprechen, was natürlich völliger Blödsinn ist. Dann ist das Ganze sehr, sehr nice, weil es geht mit wenig Zeitaufwand einher und ist super, super einfach zu integrieren, solange du ein bisschen im Alltag unterwegs bist und nicht von morgens bis abends im Homeoffice sitzt und dann danach noch an deinem PC sitzt, schlafen gehst und dich morgens wieder ins Homeoffice setzt und dir dann dein Lebensmittel vor die Tür liefern lässt, solltest du wahrscheinlich im Alltag unterwegs sein und hast die Möglichkeit, eben Frauen zu sehen, die dir gefallen und die dann auch anzusprechen. Und es ist super einfach zu integrieren, dann bist du halt gerade auf dem Weg zum Supermarkt und nimmst dir halt für diese Konversation in den meisten Fällen 1 bis 5 Minuten Zeit und das sind dann 1 bis 5 Minuten deines zusätzlichen Tages und du hast an dem Tag dann irgendwie eine neue Frau kennengelernt, wo sich unter Umständen dann was entwickeln kann. Deswegen, das ist einer der größten Pluspunkte in meiner Welt. Du musst nicht extra in den Club gehen, du musst nicht extra dich auf einer Online-Dating-Plattform anmelden, du musst nicht extra da rumsitzen und eine halbe Stunde rumswipen auf dieser Online-Dating-Plattform, sondern wenn es sich ergibt, dann ergibt es sich halt einfach und dann kannst du die Frau kennenlernen. Es ist wunderbar integrierbar und meiner Meinung nach einfach die beste Art und Weise, wie du Frauen kennenlernen kannst, wenn das wirklich dein Ziel ist. Und ich hoffe, in den nächsten Jahren wird sich das wieder ein bisschen mehr etablieren. Ich glaube das auch, weil viele Männer, aber auch Frauen mit dem ganzen Online-Dating nicht sehr zufrieden sind. Ja, auch für Frauen ist Online-Dating nicht der große Schatz, den sie da geborgen haben, nur weil irgendwie sie von allen Männern Likes bekommen. Das macht nichts Gutes mit den Frauen, das macht nichts Gutes mit einer Person, wenn man einfach hunderttausende Likes, hunderttausende Bestätigungsanfragen jeden Tag bekommt. Das ist psychologisch nicht das Gelbe vom Ei. Nachteile. Auf dem Dorf ist das Ganze natürlich schwierig umzusetzen, das habe ich eben schon gesagt, aber viele dieser Methoden sind auf dem Dorf schwierig umzusetzen. Auf dem Dorf bist du sicherlich ein bisschen mehr aufs Online-Dating angewiesen, weil du da eben größere Reichweiten hast durch diese Einstellungen, die du auch in den Apps hast, wo du deine Reichweite erhöhen kannst. Das Ganze erfordert viel Mut und Überwindung, das steht dir unter Nachteile. Eigentlich ist es aber, wenn man mal ganz ehrlich ist, ein Vorteil. Es kann aber zum Nachteil werden, wenn du aufgrund dieser Tatsache das niemals machst. Aber deswegen gibt es ja Leute wie mich, die dich da auf diesem Weg begleiten und dir helfen, das zu tun. Ich weiß selber, wie schwierig das ist, das ist das erste Mal in Hannover vor, ich weiß nicht, 10 Jahren mal eine Frau auf der Straße angesprochen habe, die mir gefallen hat. Ich weiß, wie viel Überwindung das gekostet hat beim ersten Mal, aber ich habe mich großartig danach gefühlt. Das war wirklich ein cooles Gespräch. Ich erinnere mich da heute noch dran. Das erste Mal vergisst man nie sozusagen. Es erfordert viel Mut und Überwindung, aber eigentlich, wenn man ganz ehrlich ist, ist es auch ein Pluspunkt. Und dann ist natürlich ein Nachteil im Vergleich zur Methode 2 zum Beispiel, hat das Ganze weniger Social Proof. Das heißt, Social Proof ist natürlich nicht so ein großes Ding, weil die Frau kennt dich nicht in einem sozialen Kontext, aber das ist natürlich auch im Online-Dating der Fall, das ist auch im Club der Fall. Wobei im Club kann es natürlich sein, da ist dieser Proof-Aspekt größer, weil da bist du dann vielleicht mit deiner Gruppe unterwegs und bist da vielleicht klar als ein bisschen der Führende erkennbar. Hier auf der Straße hat die Frau natürlich gar keine Kontextvariable oder Kontextfaktoren, an denen sie sagen kann, ist das jetzt irgendwie ein Hochstatusmann. Gut, Klamotten und sowas natürlich, aber ist es jetzt ein Hochstatusmann in seiner Gruppe oder eben nicht? Das ist natürlich irgendwie nicht vorhanden, das heißt, das bringt dir hier leider nichts, aber
das ist auch in Ordnung. Kleiner Zusatz vielleicht noch zum Online-Dating. Ein weiterer Vorteil, der mir gerade noch so eingefallen ist, wo wir über Proof reden, kann natürlich sein, dass du im Online-Dating dein Profil selbst gestalten kannst. Na, du kannst sehr, sehr gute Fotos hochladen. Ein gutes Online-Profil, ein gutes Online-Dating-Profil steht und fällt mit guten Fotos. Das kannst du natürlich selber kontrollieren und steuern. Das heißt, man kann auch mehr Aufwand oder weniger Aufwand in Online-Dating stecken und dann eben schlechtere oder bessere Ergebnisse aus dem Ganzen rausziehen. Aber das war das Video. Alles, was ich dir hier oder mit dir teilen wollte. Lass mich gerne in den Kommentaren wissen, wie du das Ganze gerankt hast. Was sind deine Kritikpunkte? Was denkst du von meinen Vorteilen, Nachteilen hier? Lass mich gerne deine Meinung dazu wissen. Und once again, nur um es nochmal zu erwähnen, mir ist bewusst, Online-Dating ist für die meisten Leute das schlechteste, ja. Aber schreib deinen Online-Dating-Hass-Kommentar gerne. Ich will nur 20 Mal angemerkt haben, dass mir das durchaus bewusst ist und dass es ja auch eine individuelle Ranking-Geschichte ist. Aber das habe ich ja jetzt öfter erwähnt. Cool, dass du hier warst. Wenn dir meine Inhalte gefallen hat, abonniere doch den Channel, um keine neuen Inhalte mehr zu verpassen. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video.